So, da wären wir wieder zurück zu Minecraft in einer neuen Aufnahme. Und ja, jetzt auch wieder in der normalen Welt. Und wie man sieht, wieder mit dem Minecraft Texture Pack. Weil ich finde einfach, es sieht farbenfroher aus. Das andere ist so hässlich. Und wir spielen jetzt auch auf der 164. Wie man sehen kann, habe ich kurz eingeblendet jetzt. Und wir haben eine Menge Krempel dabei. Und müssen jetzt erstmal wieder nach Hause finden. Oh, hier liegt noch Zeug. Ach, wir haben ja Plünderungen hier, gell? Hm. Ich spiele sonst immer auf der anderen Welt, wo keine Plünderung drauf ist. Da bin ich nicht mehr so dran gewöhnt. Hier liegt noch überall altes Fleisch rum. Ach, hier auch noch Knochen. Überall sind sie zusammengebrochen hier. Ach, sag mal, nimmt das einmal ein Ende? Oder ist das nur die neue Scheiße von den Schweinen? Oh hier, da geht's ins Nichts. Da springe ich bestimmt gleich rein. So, hier wächst eine Blume, ne? Schön gedüngt von dir. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ach, letztes Mal sind wir auch hier lang gelaufen, ne? Vor ein paar Folgen, wo ich ja hier, naja, wo sich dann rausgestellt hat, dass wir in der falschen Welt waren. Hier sind Fackeln, da waren wir schon. Das heißt, hier irgendwo muss es auch lang gehen. Oh, hier war anscheinend auch schon mal ein gewisser Herr. Oh, ja, wir waren definitiv schon mal hier. Gut. Ja, braucht doch nicht zu schnaufen. Jetzt täuscht man keine Müdigkeit vor. Überall Rosen. Ach ja, der 1.7 wird schon geil. Da gibt es ja dann 10 neue Blumenarten. Aber was mich dann stört, ist, dass meine Minecraft Texture Pack einfach nicht geupdatet wird. Das muss ich jetzt schon selber updaten. Da habe ich mir nämlich vom anderen Texture Pack so den Kohleblock und sowas da hinzugefügt. Aber das hier ist immer noch vor der 1.5.1. Das war ein anderes, wo ich das gemacht habe. So, langsam müssen wir mal ankommen, oder? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es noch dauert. Naja, da gehe ich bestimmt rein. So, ich habe natürlich... Fällt mir gerade ein, ich muss auf einfach stellen. Oh, ein Tempel. Wie geil. Komm, da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Hätte ich nicht gedacht, dass wir einen Tempel finden. Und hier lauert ein Skelett irgendwo. So, und herzlich willkommen zur 400. Minecraft-Folge. Und ja, ich wollte einfach in dieser Folge mal ein bisschen was anderes machen. Und was eignet sich dazu besser, als hier mal in die alte Minecraft-Welt zu gehen, die wir in Folge 42, 43 schon mal angefangen hatten. Nun gut, also die 400. Folge ist ja eigentlich so das ziemlich das einzigste Jubiläums-Special, weil die 100 war ja nichts. Und da wollte ich zur 400 einfach mal was Ordentliches machen, einigermaßen. Deswegen sind wir jetzt hier mal in dieser Welt. Und es wird natürlich wie immer Nacht zu Beginn der Aufnahme. Und in der Alpha ist das natürlich nicht allzu gut. Deswegen gehe ich hier mal hoch. Was haben wir eigentlich alles dabei? Warte, ich mache erstmal das auf E. Ach, naja, nicht allzu viel. Damals war ja noch diese komische Qualität, weil ich da noch ein anderes Aufnahmeprogramm verwendet habe. Aber das ist zum Glück jetzt alles Vergangenheit. Und wir können jetzt hier einigermaßen gut alles sehen, hoffe ich. Mann, Mann, Mann.
trotzdem jetzt eigentlich auf Peaceful? Kann mich natürlich noch erinnern, dass wir hier ein Haus hatten irgendwo. Da war's. Mega-Haus natürlich. Ach ja, wo wir damals das Experiment mit den Creepern gemacht haben. Na, Creepsia, ja? Komm mal her. Natürlich keine Tür. So, erstmal so. Dann hatten wir... Ach so, hier ist ein Ofen. Das ist da auch ein Ofen. Sehr geil. Hier hat man, glaube ich, keine Fackeln mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal wieder nach oben. Dass wir erstmal über der Nacht kommen. Ich mache erstmal ein paar Schnitzelchen und dann, oh, wir haben keine Steine mehr. Sollte ich mir vielleicht mal welche holen? Unsere Pseudomine auf Höhe 99. Findet man bestimmt ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob man in der Alpha hier schon Kohle auf der Höhe gesehen hatte. Sieht man ja eigentlich schon, welches Lichtlevel hier ist. Ist ja heute so. Ach so, bei Infinity ist schon. Da sind zum Beispiel 0. Wenn man oben bei E guckt, in der dritten Zeile. Aber ich weiß gar nicht, ob man hier schon das Lichtlevel irgendwo sehen konnte. Wenn ich jetzt hier mal zurückgehe. Ich glaube nicht. Ja, hier sind wir mal wieder in meiner Welt. In meiner FFF-Welt. Und zwar habe ich beschlossen, vor anderthalb Monaten habe ich mir gesagt, gut, ich packe mal meine Sachen, will ich ziehe mal um. Und da habe ich gesagt, naja gut, allzu viele Sachen nehme ich nicht mit, nur ein paar Eisensachen. Und dann bin ich eben, weil ich hatte auch gerade das Update installiert und bin dann hierher. Und habe ein neues Gebiet erschlossen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal abtasten hier. So. Also, hier sind wir mal im Lagerraum. Das ist ein bisschen von Gronks Lagerhaus nachempfunden. Hier sieht man die Kisten, weil das gefiel mir ganz gut hier mit den Kisten, mit dem Anordnung, mit der Anordnung. Und hier haben wir ein bisschen Zaun und so zum Rausgehen. Hier geht es auch noch hoch. Aber hier ist noch nicht sonderlich viel. So, hier haben wir so ein paar Sachen drin in den ganzen Kisten. Ist noch nicht alles beschriftet, kommt noch alles. Und, ja, dann will ich erstmal meine Welt zeigen. Da vorne ist noch eine Kuhfarm, eine kleine. Und hier haben wir, einen kleinen Schacht, der nach unten geht. Das zeige ich dann gleich, was das alles ist. Und hier kommen wir in eine U-Bahn. Natürlich haben wir hier keinen Dings mehr. Tja, da muss ich mir mal ein bisschen Eisen holen. Ich hole erstmal eine Kartoffel. Tja, das muss wohl sein. Start für Schwierigkeiten wieder. 42 Diamanten. Nein, 1 Gottsmaragd nur. So. Dann gehe ich mal hierher. Nein, nein, Mann. Drück immer das Falsche. So, hier der Kopf natürlich direkt im Ding. Haben wir hier einen kleinen U-Bahn-Schacht. Und ich zeig dann gleich, wo das hinführt. Wie das aussieht, ey. Warte, jetzt gehe ich mal wieder normal. So, du kommst mal mit. Und wir können jetzt hier hoch. Und hier sind wir jetzt in meiner alten Basis. Da, von hier aus habe ich nämlich einfach angefangen zu spielen. Und hier haben wir einen Berg. Da habe ich mich reingebaut einfach. Natürlich.
Dafür habe ich mir extra die Cheats angestellt, hier im Laden geöffnet. Ja komm, jetzt hör mal auf zu rauschen. So, ich denke mal, das fängt dann gleich wieder an hier. Ja, da gibt es hier so eine kleine Allee, hier ist ein Weg. Also hier geht es auch noch oberirdisch da hinten hin, durch den Tunnel, hier ist ein kleiner Pilz. Und den Pilz habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe einfach hier alles überdacht, sodass das Lichtlevel möglichst gering war. Habe hier unten einen Pilz gepflanzt mit Knochenmehl, ein paar Mal angewendet und habe dann hier so einen kleinen Wohnpilz. Da wollte ich mir eigentlich eine kleine Allee ja noch machen. Aber naja, daraus ist wohl nicht so geworden. Hier ist... Oh, Fleisch. Bestes Fleisch ever. Hier ist eine kleine Sandmine, weil ich habe hier einen Fluss überbaut oder so einen kleinen Ozean. Ich weiß gar nicht, welches Biom das ist. River. Und habe ich alles überbaut. Muss ja auch mit der U-Bahn durch. Das war ziemlich umständlich. Bin ich froh, dass ich es hinter mir habe. Da oben habe ich noch ein kleines Feld. Das war ja so mein Anfangshaus. Da habe ich wirklich angefangen. Und ich bin es so gewöhnt mit der 2, dass da die Spitzhacke ist. Oh, Kohle. Also stimmt doch, wir konnten hier schon Kohle finden auf der Höhe. Das sind ja sehr gute Nachrichten. Außer, dass die Spitzhacke jetzt kaputt ist. Sollte ich vielleicht mal Leitern anbringen. Ich könnte mal noch 2er Abstände machen zwischen den Leitern. Man hat aber nur einen bekommen. Schnitzel ist fertig und hier habe ich noch nichts. Achso, Spitzhacke wollte ich machen. Bin aber auch immer vergesslich, ne? Zwei Leitern kann ich sagen, reichen niemals. So, 4 schon eher. Ach, da konnte ich ja noch ohne zu springen hier hochgehen. Heute muss man da nämlich immer springen. Ah ne. So, ich hätte es ja ehrlich gesagt lieber an der Seite. So, dann würde ich gerne mal mein Haus vergrößern. Wenn ich ein bisschen mehr Holz hätte, also gehe ich erstmal runter und baue mir ein bisschen Kohle ab. Vielleicht auch Flints oder sowas hier. Ach, da kommt Musik. 100%, gut. Ja, da bauen wir hier mal ein bisschen Kohle ab und hier noch so ein... So. Wie man ja noch die Laufgeräusche gehört hat, dieses... Ist ja heute alles viel abgeschwächter. Und die Musik natürlich wieder. Ich glaube, man sollte mich noch hören. Ich mache erstmal eine Schaufel. Dann, wenn man mich schon mal nicht hört, das wäre auch noch nicht schlimm. Dass man wenigstens mal befreit davon. Vielleicht noch ein paar Fackeln. Irgendwie. Wenn man hier mal die Kohle sich anguckt, die 51, die ist ziemlich groß, ich glaube, die ist heute ein bisschen kleiner. Und die Kohle ist ein bisschen nach rechts gerutscht, die Textur. Und wieso habe ich das Schwert auf der 9? Also meine Inventarbelegung damals war sehr komisch. Wow. Kommt da so Creeper angescheißert. Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu laut.
Ihr könnt ja nichts sehen, weil wir in Wolken sind. Gut. Und ja, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Folge in Minecraft. Oder beziehungsweise ein weiterer Teil der 400. Folge. Und ja, was soll ich sagen? Am 25.10.2012 das letzte Mal gespielt. Heute ist der 3.10.2013. Und es freut mich nach knapp einem Jahr mal wieder hier zu sein. In unserer Staffel 1 Welt, wo wir nach 120 Folgen immer noch Steinschwerter benutzen. Mann, 120 Folgen gespielt und immer noch Steinschwerter. Hauptsache wir haben eine Diamantaxt. Und jetzt auch eine 164. Und hier war ja nicht mehr drin, das ist in der Kürbiskerne, keine Ahnung. Da hier ist nichts. Man kann auch sehen. Ach hier. Man kann auch sehen, ich stand noch an derselben Stelle, wo ich auch zu Staffel 1 und 119 aufgehört habe. Ach ja, ich kann mich noch erinnern, wie es gestern war. Hier ist noch eine Lore drin. Ach ja, die Druckplatte von den Schafen. Ach Mensch. Habe ich gerade wieder gehört, die Druckplatte, wo sie mal drauflaufen hier. Mensch, das ist ja lange her. Ja, die Kakaoplantage. Hier mal das Wasser, das nicht abgelaufen ist. Was denn irgendwann das Protest zugebaut hatte. Hier die Kakaoplantage, ich weiß gar nicht. Ach so, der Sand war hier wegen der Kaktusplantage, die hier erst war. Und hier noch unser altes Plumpsklo. Ich kann mich noch erinnern. So, was haben wir hier noch? Hier ja nicht so viel. Hier war doch, ach so, das war hier hinten, ne? So. Ach ja, das hatte ich noch übrig. von unserer Minenstrecke, die wir hier hatten. Und ich glaube hier dahinter. Ja, genau, hier ist es. Hier ist eine Pilzfarm. Hätte ich auch mal zugebaut. Hier war doch irgendwie noch. Nee, war nicht. Da unten. Ja, das hatte ich zugebaut hier mit Erde. Wie man sieht. Ach ja, hier der olle Bogen. Oh, olle Bogen. Sollte ich auch mal unbedingt den Ollerbogen im Amboss. Ging ja damals noch nicht, weil wir ja auf die 1.4 damals gewartet hatten. Und die ist dann ja am Tag verschoben worden. Und da ist dann nicht mehr geworden. Da habe ich dann erst in Staffel 2 mit 1.4 angefangen. Ach Mensch, ja, unser altes Haus. Das waren Zeiten hier. Soll ich mal hochgehen? Ach hier, das Netherportal, wo wir versucht haben, das Netherportal zu verschieben. Und die Minenerkundung, die wir hier mal gemacht hatten, wo ich dann keinen Bock mehr hatte. Und hier das Schlafzimmer, wo ich nicht weiß, wozu es nütze ist. Hier das Wohnzimmer mit den Sitzecken, wo man mal rausgucken kann. Hier geht's raus auf dem Balkon mit einem Erdblock, wo wir mal zu den Schafen runtergesprungen sind. Da die Monsterfalle, wo wir mal versucht hatten, eine Monsterfalle zu bauen bei dem Spawner. Ich habe mich nicht nachgepflanzt, keine Ahnung warum. Ich glaube, ich bin auf Peaceful, ne? Ja. Natürlich kriege ich wieder Fallschaden. So, hat man auch die ganzen Wege verlegt. Ach ja, hier haben wir auch was Gutes draus gemacht eigentlich. Unsere selbst gegrabene Schlucht war da vorne ja auch noch. Hier das Spawner immer, ich kenne dieses Bild noch hier, wo ich immer hier stand und schon mehr keine Zombies. Wo ich noch nicht wusste, dass sie nur im Umkreis von 16 Blöcken spawnen, wenn man 16 Blöcke vom Spawner wegsteht. Tja. Ja, ach, hier war ja die Schlucht drunter, gell, die wir selber gegraben haben. Und hier haben wir mal Steine irgendwo geholt. Die ganzen Höhlen habe ich zugebaut. Ist ja geil. Naja. Nun gut, da gehen wir mal in das Netherportal, mal sehen, wo wir rauskommen.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr. So, dass mir Minecraft gerade mal abgestürzt. Hat ja auch lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es liegt daran, dass ich die Welt, dass die Welt hier schon mittlerweile fast 200 Megabyte groß ist. Letztens waren es sogar 260 Megabyte, aber dann habe ich mit MC Edit einfach mal ein paar Chunks gelöscht. Und da habe ich das noch retten können. Und aber trotzdem ist viel zu groß. Ja, also hier will ich jetzt mal kurz meine erste Basis zeigen. Das sind ein paar Truhen, die sind noch leer. Hier ein Amboss, noch eine Truhe, da ist gleich noch Zeug drin. Hier ist ein kleines Bett, Schlafzimmer. Hier war eigentlich der Pferdestall, hier wollte ich alles mit Heuballen aus den Münzen, aber das Pferd ist mir irgendwie abgehauen. Ich habe das mal freigelassen, dann habe ich es nicht wiedergefunden. Naja, die laufen auch immer so weit. Hier oben ist noch ein kleines Lager, das hatte ich zuerst, bevor ich das Lagerhaus hatte. Ich weiß gar nicht, was hier noch drin ist. Ich guck einfach mal durch. Ah, hier. Aber sonst nicht viel, jetzt ist irgend noch ein anderer Raum. Dann haben wir oben noch ein relativ unspektakuläres Feld. Da ist noch ein Pferd, noch nicht gezähmt. Hier ging es mal in irgendeine Höhle, die musste ich noch auch zubauen wegen dem Lager. Oh, jetzt dachte ich, das ist schon wieder abgestürzt. Mensch, was ist denn heute nur los? Mann, Mann, Mann. Da ist ein, hier habe ich mir noch einmal in die Berge gebaut. Hier ist ein kleiner Hühnerstall. Einfach mal die Eier aufheben und hier, weil die Hühner kommen hier das, die Leiter nicht hoch. Und wenn ich den Zaun einsperren würde, würden die immer zu durch die Seiten glitschen und das will ich nicht. Das haben sie in 1.5 so scheiße eingeführt. Das ist ein Bug, den sie unbedingt noch fixen müssen. Es ist ja auch so wichtig, dass man durch Zaunecken auch direkt in der Ecke stehen muss kann. So, hier ist ein kleiner Zaubertisch. Ich hatte ja mal für eine Zeit den Ultimate Fist Mod installiert. Ja, den auch vor längerer Zeit. Aber ich meine den Enchant Plus und Enchanting Plus. Und da habe ich hier nochmal meine Sachen verzaubert, damit ich auch nicht hier Effizienz 4 kriege, sondern nur Effizienz 2. Sonst bei Effizienz 4 würde es nämlich nicht so ja aussehen, sondern würde der die ganzen Blöcke ganz schnell abbauen. Dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber, deswegen habe ich mir da ein bisschen beholfen. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter voran. Hier vorne ist nämlich das die nächste Attraktion. Da geht es nämlich durch den Berg, habe ich ja schon gezeigt. Hier ein bisschen mit Dekoration, hier ist noch eine Höhle. Und hier ist dann mein Kuhstall, weil ich brauchte ja noch was für ein bisschen Leder für die Bücher. Hier ist ein kleiner Esel. Weiß gar nicht, ob da noch was drin ist. Hier. Ach, naja, ein bisschen scheiße noch. Nun gut, dann gehen wir mal hier in die Fabrik. Hier ist ein kleiner Esel. Oder ein Pferd, das ich mal gezähmt hatte. Also hier liefen überall die Pferde rum, da sieht man es noch. Da brauchst du nicht hochzuspringen, kommst du ja eh nicht hoch, oder? Doch. Da komm, kannst gleich mal reingehen hier. So, und hier ist eine Erntemaschine, die wollte ich mir einfach auch mal bauen, weil die hatte ich ja so noch nicht. Und einfach einen Hebel umlegen, dann kommt man da rein. Kann ich ja nochmal das Redstone zeigen, ein bisschen. Hier unten kommt das dann alles an. Und hier geht's, ist dann so eine kleine Unterführung, hier ist ein Redstone-Gang. Und da sind dann die Pistons, wo dann das Kies runterfällt. Hier geht's auch nochmal durch. Falls es jemand sehen will. Ich denke mal, es will eh keiner sehen. So. Dann geht's mal wieder hier runter. Gut, hier haben wir noch ein paar Sachen. Hier war ich mal auf Reisen. Und da war ich nämlich, bin ich ein bisschen zu weit gereist. Von hier aus, da bin ich nämlich da hinten hin, in die Richtung. Da. Und da ist dann die Karte so groß geworden. Die Chunks habe ich dann auch später wieder gelöscht. Und von der Reise habe ich eben die Sachen hier mitgebracht, habe hier einen Tempel gefunden. Und da werde ich bestimmt nicht nochmal hingehen.
Weil wegen Mapgröße und so habe ich jetzt schon bestimmt 20 Mal gesagt, aber egal. Das Schwert ist mir fast kaputt. Na Schaf, komm mal her. Jetzt haben wir noch Zombie-Alarm. Das ist super, das kann ja leiden. Mal erstmal eine Truhe. Ich würde doch schon gerne das Haus ein bisschen vergrößern. Was ich vielleicht am Tag machen sollte. So, dann mal hier. Da können wir eigentlich auch noch eins runtergehen. Ich mach's erstmal so groß. Wow! Geht weg, du! Nur mein Dach hier fertig machen. Mann, ey, hat er mich jetzt erschreckt. Weil die Geräusche auch so laut sind. Früher war, heute ist das ja jetzt nicht mehr so. So, warte mal vorher reingucken nochmal. Weil damals sind alle Items verloren gegangen im Ofen, wenn man den abgebaut hat. So, hier die Werkbank. Die Tür kommt dann natürlich auch eins nach unten. So, zum Glück war es jetzt Tag. Ich gehe mal ein bisschen nach unten, dass das hier nicht so laut ist. Stelle ich erstmal die Truhe hin. Ich weiß nicht warum, aber mache ich einfach mal. Da können wir dann hier zum Beispiel erstmal die ganzen Mob-Sachen hin reintun. Mit zwei Pfeilen können wir hier noch nichts anfangen. Na, wer stoppt denn da? Ich höre es ganz leise. Na, beschwert euch nicht. Wer wollte mich denn umbringen? Ach, da bricht ihr gleich zusammen. So, der Creeper. Wieso bewegt er sich nicht? Wow. Ich muss mal hier aufpassen wegen den Schafen. Das sieht ja auch geil aus da. Oh oh. Ich glaube, dann nehme ich mal die Axt zum Verkloppen. Hat ja eh nur ein Durability gekostet. Nun gut. Sieht schon sehr geil aus hier, die Landschaft. Auf jeden Fall viel besser als heute. Aber mit 1,7 kriegt man da ja wieder Abwechslung. Das ist nicht immer nur dasselbe. So, wir haben eine Schaufel. Wieso habe ich die Tür jetzt wieder dahin gemacht? Ich wollte doch eins runtersetzen. So, wir brauchen erstmal genug Holz. Die Baumkrone ist tot. Um vielleicht ein paar Setzlinge nachzupflanzen, sollten wir hier mal die Bäume alle abbauen, auch die Kronen. Da gab es mal eigentlich so einen Mod damals für die Alpha, dass die Blätter wieder decayen. Weil das war ja hier schon sehr lästig, das war ja damals auch nur ein Bug. Bei einer Alpha 1.1 ging das, in der Alpha 1.2 dann nicht mehr. So. Ja, das hat sich bestimmt schon ein oder andere gefragt. Ich erzähle ja öfter mal so Sachen wie gerade eben mit dem Alpha 1.1 und 1.2 und wann es da welche Bugs gab, woher ich das alles weiß. Also ich habe, es gab mal eine Zeit bei mir,
wo ich noch nicht allzu lange Minecraft kannte und oder gespielt habe. Und da habe ich mich eben sehr damit beschäftigt, mit der Versionsgeschichte, das hat mich sehr interessiert. Und da habe ich eben das alles hier gelernt. Daher weiß ich das alles. Na, man merkt sich sowas eben. Auch wenn man es nicht unbedingt so will. So, da haben wir jetzt ein richtig luxuriöses Haus. Wir kommen hier raus. Oh, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt hier zurückgehen, wieder das auch rauskommen. Wir hatten ja dann hier oben irgendwo ein Netherportal hingebaut. Huch, nein. Ach scheiße, jetzt brenne ich. Natürlich. Ich zieh mal meine Rüstung aus. Ja, komm. Jetzt habe ich den Helm eigentlich ausgezogen. Ich weiß gar nicht. So. Da ist ein Mega-Lavasee. Wo sind wir oben eigentlich? Höhe 93. Da haben wir ja mal erkundet. Wenn ich mich recht entsinne, war es in Folge 99. Des Let's Plays. Und wenn wir da ungefähr ein Portal bauen würden, würden wir wieder da rauskommen. Na gut, dann, was war hier? Hier ist eine Treppe. War ich immer drin. In der Höhle. Oh. Oh. Da war ich auch noch nie. Ja, jetzt springen, das ist natürlich die beste Idee. Ich mache mal lieber zu. Nicht, dass hier einer auf dumme Ideen kommt. Wenn ich die Map mal im Multiplayer öffne. So, dann gehen wir mal zurück. Mal sehen, wo wir rauskommen. Gut, wir kommen hier raus. Da ist das Portal perfekt angeschlossen. Da hat man eine Fichte gesetzt. Und hier fahren wir jetzt mal. So. Ach ja, hier hat man immer die Schankladefehler. Das war ein Bug in 1.3. Irgendwie haben die das ja auch entfernt, dass jetzt die Kamera automatisch. Ja, das war ja eh immer ein bisschen buggy. Mensch, es wird ja immer lauter hier. So, und da kommen wir auch schon am Wollschloss an, in unserem Anwesen. Ach ja, wo wir die Treppe im Kreativmodus gemacht haben, weil ich keinen Bock hatte, ey. So. Hier haben wir eine kleine Zuckerrohrplantage, das haben wir damals gebraucht. Für unsere Dings, keine Ahnung mehr. Muss man eigentlich auch mal Seerosenblätter drauf machen auf die auf das Wasser, weil sonst ist das ein bisschen nervig, wenn dann immer wenn das dann immer da reinfliegt. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz. Da liegt noch was drin, siehst du schon. Ach ja, ich würde ja gerne mal in der Welt weiterspielen. Und genau dort habe ich gestanden. Mit dieser Angel in der Hand. Und habe gesagt, ja, nächste Folge machen wir hieraus eine Karottenroute. Wenn wir dann die 1.4 haben. Naja, ist dann leider nicht geworden. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt. Also ich merke mir sowas auch nicht über ein Jahr, aber ich habe mir das natürlich mal wieder angeguckt irgendwann. Hat mir hier nicht. Ach ja, das ist ein Portal, siehst du. Das ist so ein halbes. Hier hat man Wald, damit wir immer genug Holz haben. Den Holzblock kann ich mal entfernen, oder? Ja, haben wir jetzt einen einzigen Holzblock in den Inventar. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Hier noch die Öfen. Da lässt mir Türen offen. Kann mein Monster ganz kurz anmachen. Ach ja, ich kann mich erinnern, wir hatten ja damals manchmal Eisenschwerter. Und dann wieder Steinschwerter, weil wir irgendwie die Schwerter kaputt machen wollten. Ich weiß nicht mehr.
So, dann habe ich mich hier mal versucht in einer Zuckerrohrplantage. Ja, ist aber jetzt auch noch nicht allzu viel geworden. Ich kann das gerade mal demonstrieren, das ist gerade ausgewachsen. Das Prinzip ist so ähnlich wie drüben. Hier einfach den Wasserfluss. Ja, der Vorführeffekt. Oh. Wasser kann also kein Zuckerrohr wegspülen. Das ist ja gut zu wissen. Mann. Ach, ey. Man wird auch immer wieder überrascht. Na super, da hat sich die Farm hier total gelohnt. Habe ich ewig dran gearbeitet, aber egal. Habe ich ja ewig dran gearbeitet, den Sandstein alles zu holen. Da musst du in der Wüste alles umgraben. Hier ist auch wieder so ähnlich wie drüben, das zeige ich nicht nochmal extra. Hier ist noch Zeug drin, habe ich auch gerade schon geöffnet. Natürlich wieder die Zombies. Ich wollte jetzt eigentlich nicht gegen Monster kämpfen. Huch. Sondern einfach nochmal ein bisschen zeigen. So, dann laufen wir mal ein bisschen. In der Richtung ist nämlich die Wüste. Aber die muss man eigentlich nicht zeigen. Da ist eben nur so eine Sandmine, wo alles runtergegraben ist. Da habe ich auch Sandstein abgebaut und so weiter. Aber was ich ganz gerne mal zeigen würde, ist die Höhle. Zumindest meine Basis. Ich bin ja mal so ein bisschen auf Höhlenforschung. Das mache ich ja ganz gerne mal. Ich glaube, nee, hier hatte ich keine Behutsamkeit. Oder hatte ich hier eine Behutsamkeitsspitzhacke? Ich glaube, eine Behutsamkeitseisenspitzhacke hatte ich hier mal. Die habe ich mir auch mit dem Enchanting Plus Mod installiert, verzaubert. Und hier ist ein Pferd drin. Da vorne ist auch alles zusammengestürzt. Hier ist eine Höhle. Da geht's auch rein, aber da gehe ich jetzt nicht lang. So, hier hatte ich erst so eine Vierertreppe. Und dann habe ich auch eine Leiter durchgemacht und habe hier bis jetzt noch nicht ausgebaut. So, hier geht's auch nochmal rein in die Höhle. Da ist dann auch eine Mine und alles. Also alles Mögliche hier. Hier habe ich mir mal ein bisschen Erde abgebaut und hier geht's hoch in meine unterirdische Basis. Hier habe ich auch das Netherportal. Da könnten wir dann auch zurückreisen. Hier ist noch Zeug drin, das ich nicht hochgebracht habe. Und hier ist die Schlucht. Mit Mine oben dran. Hier geht's auch noch meinen Gang, den ich gegraben habe und so weiter. Hier habe ich mir Kartoffeln angebaut, weil ich kein Essen mehr hatte. Habe ich von Zombie eine Kartoffel gekriegt. Hab die einfach angebaut, hatte genug Knochen dabei und voila, hatte ich 48 Ofenkartoffeln dann, nachdem ich sie im Ofen gebraten hatte. Und ja, dann könnte ich eigentlich mal hier durchs Portal gehen. So, dann sind wir hier im Nether. Hier geht's raus. Hier hatte ich mit Eis und Feuer mal einen Versuch gemacht, aber dann habe ich gelesen, dass das seit 1.3 nicht mehr möglich ist. Das im Nether zu schmelzen. Na gut. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ging es denn jetzt lang? Hier ist eine Festung. Direkt neben dem Portal natürlich. Ich kann ja mal ganz kurz in Game Mode 1 gehen. Ich bin jetzt zu faul, das zu laufen. So, hier geht es nämlich rüber und da ist schon mein anderes Portal, siehst du mal, so schnell kann es gehen. So, hat sich natürlich auch einiges getan, ich möchte jetzt da noch nichts verraten und in nächster Zeit kommt auf jeden Fall, also ich bin schon sehr weit fortgeschritten und es wird auf jeden Fall in nächster Zukunft eine neue Folge von der FFF-Welt geben und da werde ich dann auch nochmal ein paar Sachen sagen, wie es dann in Zukunft aussieht mit den Folgen. Hier gehe ich mal ganz kurz durch. So,
so, jetzt sind wir ganz normal in Dings. Hier gibt es dann auch noch nicht allzu viel zu sehen. Hier hat sich nicht so viel verändert. Ja. Gehe ich dann mal hoch. Ich möchte jetzt auch noch nicht zeigen. Und stelle mich mal hierher. Ich denke mal, hier durch den Schlitz kann man noch nicht allzu viel sehen. Und ja, dann möchte ich mich verabschieden. Gehe nochmal schnell in den Game Mode 0. Ja. Ist ja eh eine Kopie von der FFF-Welt, nur zum Zeigen. Und ja, dann verabschiede ich mich für die Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hier waren Blöcke. Oh, Holz auch. Hier waren Kürbisse. Ich sortiere das gerade mal ein, wie früher. Wo ich mich immer total zurecht suchen musste. Bücher waren... Ach, wir können ja mittlerweile auch Bücher verzaubern, stimmt ja. So. Wollen wir mal eins verzaubern? Ich nehme mal nicht 30 Level, sondern was kleineres. Jetzt haben wir 9, 7, 11, 13, 18. Glück 1, das ist ja schon mal gut. Ich habe noch die alte Spitzhacke. Ich weiß gar nicht wie viel. Warte, ich mache mal F3 und H. Der Durability 241. Damals gab es ja noch keinen Amboss, deswegen war es damals eigentlich unsinnig, die so zu verzaubern. Also wo die schon so kaputt war. Natürlich. Bist du wieder im Haus wie damals? Ja, da sind immer Skelette gespawnt. Hier oben hatten wir auch noch Kisten. Hier ist ein kleines Feld. Das war deswegen nur so klein, weil wir eh vorne ein großes Feld hatten. Was sind da hinten noch? Mensch, ich wollte damals unbedingt noch mit 1.4 hier in der Welt sein. Wo ich gesagt habe, ach ja, da kommen dann Schleims, dann können wir mal in Schleims. Ach hier, neue Textur für Holzkohle. Seit 1.6. Und hier auch. Ja, da habe ich dann eben da gesagt, da können wir dann hier Schleims jagen und so weiter. Oh. Kaktusgrün. Und Setzlinge. So, hier Knochenmehl und ganz viel Glas. Das ist ja auch geil. Ach ja, wo wir mal Experience wollten. Hier Erde. Hier ein bisschen Stein. Die ganzen Einerkisten. Hier könnten wir auch noch Kisten hinmachen. Was ist hier eigentlich für ein Lichtlevel? Ach, RL6, daran liegt's wohl. Deswegen sind hier immer gespawnt. Hier sollten wir vielleicht mal Glowstone hinmachen. Oder einfach erstmal eine Fackel. Hier haben wir RL 13, 12. Hier haben wir 10, 11, 10. Ja, Netherrack, keine Ahnung. Wo war Netherrack immer? Hier nicht, da nicht. Oh. Alles rohes Fleisch. Habe ich damit immer rohes Fleisch gegessen. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten wir jetzt wahrscheinlich noch hier alles voll. Und 10 gebratene Fische. So, hier noch Zombie Pigman Gold Nugget. Ach, wir hatten ja auch einen Netherbunker. Und ich weiß gar nicht. Hier kommen Samen rein, dann hier wieder springen, dann kommen hier wieder Spinnenaugen rein. Ich kann das einfach nicht leiden, dieses Hin- und Herlaufen immer. Hier nicht, da war's. Bücher und Glück 1 tue ich mal hier rein. Eine Truhe, wo hat man die jetzt her? Tue ich auch hier rein, komm. Netherrack kommt auch hier rein. Eine Angel behalte ich mal. Ich mache mir erstmal das Inventar so, wie ich es gewöhnt bin. Also so hier. Tue ich mal den Eulenbogen dahin. Die Steinspitzhacke brauchen wir eigentlich auch nicht. Tue mal die Effizienzspitzhacke dahin oder so. Ja. Dann würde ich mal sagen, wir können uns an der Stelle eigentlich schon verabschieden. Oder gibt es noch was zu sagen? Ja, ich denke mal, wir können uns verabschieden und
Ja, mal sehen, wie es noch so weitergeht, ne, im Let's Play. Da lasse ich mir schon noch was einfallen. Naja. Oh, Höhe 94 sind wir hier. Na gut, dann gehe ich jetzt hier mal raus aus der Welt. Und das lässt sich eigentlich ganz gut machen. Im Schlafzimmer. Auch großzügig eingerichtet hier. Und da gucke ich mal hier so aus dem Fenster und beende die Welt. Tschüss. So. Und dazu. Und hier müssen wir auch noch mal rausruppen. So, da würde ich sagen, pflanzen wir hier gleich mal wieder einen Baum hin. Wenn wir die Blätter hier weg haben. Oh. Warte mal. Ich nehme den Schnee mal mit, wer weiß, wozu es gut ist. Ja, die alten Landschaften haben mir schon ein bisschen gefehlt. Na, da kommen wir nicht mehr hin. Das passiert, wenn man zu verwöhnt ist von den neuen Versionen, wo das ja bisher erhöht wurde, die Reichweite. Ach ja. Gleich Mittag, ne? Sollte ich vielleicht mal schon das Essen aufsetzen? So, 3 Setzlinge, das ist ja miserabel, ey. 3 Setzlinge von 2 Bäumen. Heute kriegt man da 8 oder so. Na komm, das schaffst du. Na komm, das schaffst du. Ach komm, verarsch mich nicht. Ach, wisst ihr was? So. Man kann eben keine 2 Blöcke weit springen, ohne zu sprinten. So, ich glaube, ich muss dann auch gleich schon wieder die Aufnahme beenden. So, dann pflanzen wir mal nach. Irgendwo. Da könnten wir auch nachpflanzen. So. Wie schnell der hier abbaut. So, ich weiß, das ist das Langweiligste, was es gibt, aber es muss sein. So, ihr habt bestimmt gemerkt, dass jetzt die, dass immer mal so Zähnen eingeschnitten wurden. Also immer mal hier davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Und ja, dann mache ich jetzt mal weiter. Und ich sag mal, wir sehen uns irgendwann mal wieder, vielleicht... Irgendwann mal zur Abwechslung. Ich möchte natürlich nach der 400 noch weitermachen. Und vielleicht machen wir mal zwischendurch in der Welt weiter. Nun gut, dann machen wir mal hier an der Stelle Schluss, dass wir dann wenigstens noch ein bisschen Tag haben. Das nächste Mal. Nun gut. So, das war sie also. Unsere 400. Folge. Und hier nochmal ein kurzes Wort zum Abschluss. Ja, also nochmal so als Nebeninformation, ich bin jetzt hierher gelaufen und habe mich mal natürlich nach dem Herlaufen in den Creative Mode begeben, um hier einfach mal abheben zu können und einen hoffentlich epischen Abschied zur 3. Staffel hinlegen zu können.
und auch meine kleine Dankesrede zu halten. Und zwar möchte ich immer an der Stelle sagen, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, nochmal 100 Folgen hier die dritte Staffel zu spielen. Ich muss aber dazu sagen, es war die Welt, die mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Also die erste und zweite Staffel haben mir irgendwie schon mehr Spaß gemacht als die dritte, auch wenn die zweite dann am Ende so ein bisschen langweilig wurde, aber ich glaube, das lag daran, dass wir immer so viele Monster gejagt haben und nicht so richtig vorangekommen sind. Und vielleicht sollten wir das in Zukunft mal ändern und wirklich auch mal ein bisschen mehr bauen. Hier waren wir ja auch in den letzten Folgen ziemlich tätig, das sieht ja hier schon recht gut aus mit den Feldern und so, aber es könnte doch besser sein. Wir könnten, hätten hier noch ein bisschen mehr bauen können, alles was wir Terra geformt haben. Und ja, lasst euch überraschen, was mit der nächsten Folge kommt, was mit Folge 401 kommt. Es wird jetzt erstmal noch das Special geben, das werde ich morgen, glaube ich, aufnehmen, zur FFF-Welt, also das nächste Let's Play Special, wo wir dann nochmal alle Neuerungen zur FFF-Welt zeigen werden. Und ja, mal sehen, was bis dahin noch passiert. Ich bin momentan noch in der Höhle, glaube ich. Muss ich noch rausfinden, ich weiß es nicht. Bin ich noch in der Höhle? Nee, ich bin nicht mehr in der Höhle. Nee, bin ich schon raus. Gut. Also in der FFF-Welt jetzt. So, also ich werde dann jetzt hier mal die 400. Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe es auch so hingekriegt, wie ich das machen will. Ich habe nämlich jetzt noch nichts geschnitten. Und das werde ich jetzt dann tun. Da habe ich mal hoffentlich noch viel Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Es wird auf jeden Fall ziemlich Überlänge geben. Vor allem, wenn ich jetzt hier noch ewig rumlabere. Und deswegen machen wir es kurz und knapp. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder in der nächsten Folge. Und dann beende ich mal hier an unserer klassischen Stelle. Ich werde noch das Inventar ausräumen. Offscreen und dann mal sehen. Tschüss.